auf einer Skala von 1 bis 10. Wie übermüdet warst du, als du dir die restlichen Haare am Ohr wegrasieren wolltest? 10. Sommer hin oder her, jetzt wird Mütze getragen. Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, vergisst du den Aufsatz beim Trimmer. So, ab jetzt steht bitte in meiner Bauchbinde von Princess Charming Poetin. Danke. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zur 7. Folge von Princess Charming. Wer alle anderen Folgen nicht gesehen hat, hier ist die Playlist und ihr müsst euch die ganze Folge angucken. Das ist die wildeste Folge überhaupt, meiner Meinung nach. Unterhaltsamste Folge auch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich auch schon sagen, geht's los! Guten Morgen! Während die einen noch selig schlummern, denken andere bereits über ihren Verbleib in der Villa nach. Miri wird wohl jetzt aus Prinzip nur beim Zähneputzen gezeigt immer. Ja. Biene freut sich, dass sie noch dabei ist, weil... Damit habe ich nicht gerechnet. Wir sind jetzt nur noch 6. Wie viele? 6. 6? Auf 6. 6? Auf 6. 6. 6. Okay. Ja, Folge 7. Jetzt wird es aber auch mal Zeit für einen Kuss. Miri hat richtig Bock. Wenn ich die Chance bekomme, dann gebe ich richtig Vollgas. Ist voll motiviert. Woo! Mein Motto ist jetzt, wer bremst, verliert. Zack, zack. Und richtig süß, sie schneiden jetzt einfach wirklich jeden Morgen den Morning Dance rein. Das ist ja ein Ding bei allen jetzt mittlerweile. Raus aus der Villa, jetzt geht's zu Irina. Princess Irina erwartet unterdessen einen ganz besonderen Menschen. Wen denn? Ich sehe nur Irina. Verratet es uns doch endlich. Wer ist denn der besondere Mensch? Ach, ihre Zwillingsschwester. Gut siehst du aus. Nee, mir geht's gut, alles gut. Ich habe die Szene jetzt schon 4-mal gesehen und ich find's immer noch süß. Ist halt hoch emotional, weil... Weil meine Schwester so die wichtigste Person in meinem Leben ist. Wenn man genau hinguckt, kann man beide schon auseinanderhalten. Und natürlich ist es charakterlich auch ein bisschen was anderes. Aber vom Charakter sind wir dann trotzdem teils verschieden. Meine Schwester ist die toughere von uns beiden. Und ich bin dann doch eher zurückhaltender und nicht ganz so tough. Also nochmal umgeschrieben heißt das im Grunde, dass Irina mehr auf Action steht. Action, 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 Action. Aber das wussten wir ja schon. Und die beiden quatschen jetzt ein bisschen miteinander. Kann ich mir ja nicht mit angucken, ey. Hier, Mensch, gib der Frau doch mal ein Taschentuch, ey. Musst ja die ganze Zeit rumrotzen. Jetzt aber erstmal zu der wichtigsten Frage. Ist da jemand, wo du sagen würdest, boah, das könnte echt was geben, das könnte passen? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Boah, das war meine Schulter. Selbst die Schulter hat mir nicht geglaubt. So, zurück in die Villa. Es ist so langweilig. Keine Sorge, Gia, jetzt wird's spannend. Kathi wird jetzt nämlich alleine erstmal in die Villa geschickt, um zu gucken, ob es den anderen Girls auffällt, dass Kathi überhaupt gar nicht Irina ist. Hallo. Du siehst heute verändert aus. Durch ja, findet ihr? Liedstrich. Wegen des Liedstrichs. Das muss es, das der Liedstrich. Ich wusste, irgendwas ist heute anders. Bis auf den veränderten Liedstrich fällt es den Mädels auch nicht wirklich auf. Und Kathi meint, sie wurde so behandelt wie... Als ob ich auch Irina wäre. Ach, ist es jetzt... Ist es gar nicht Irina? Warte. Puh. Elsa, du hast ja noch... Joghurt gefrühstückt heute? Mann, ey, gib der Frau doch mal ein Tuch. Ja, und was macht man, wenn man nicht weiß, worüber man reden soll? Richtig, übers Wetter reden. Heute Morgen war es ja auch noch nicht. Ja, heute Morgen war es kühl. Nee, heute Morgen war es richtig gedacht, kalt. Es bleibt so. Oh, ja. Heute Morgen war es so grau. Wann? Wann nochmal? Heute Mittag? Heute Morgen. Abends? Nee, heute Morgen. Ja, heute Morgen. Morgens? Ja. Heute Morgen. Ach, morgens. Stimmt, haben Sie ja gesagt. Heute Morgen. Nee, heute Morgen. Ja, heute Morgen. Ja. Heute Morgen. Können wir es bitte auflösen? Die Gesprächsthemen sind aus. Irina, antreten! Überraschung! Überraschung!
Ja, same. Kathi wusste auch nicht so genau, was passiert. Ich dachte, ich wäre gerade in einem Paralleluniversum oder hätte vielleicht ein bisschen zu viel Sekt gekippt und würde doppelt sehen. Ist die zweite Variante jetzt auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen? Oder hätte vielleicht ein bisschen zu viel Sekt gekippt und würde doppelt sehen? Und Miri stellt jetzt die wichtigen Fragen. Ja, aber stehst du auch auf Frauen? Das würde ja auch... Miri, bist du aufgeregt? Ihr könnt gerne hier bleiben. Jetzt hör auf zu flirten. Ich flirte nicht. Nee, die Gute ist auch vergeben. Du hast schon jemanden? Ja. Oh mein Gott. Miri, sie steht auch nicht auf Frauen. Also ich glaube, wenn sie auf Frauen stünde, dann wäre, glaube ich, Miri... Gut, dass sie jetzt immer dazu schreiben, wer gerade wer ist. Princess Irina. Hätte ich fast gedacht, dass das Kathi gewesen wäre. Irina verzieht sich jetzt auch wieder nicht, dass es ja unfairerweise zu Verwirrungen kommen könnte. Und Miri aus Versehen dann mit Kathi flirtet, obwohl sie mit Irina flirten wollte. Oder eigentlich andersrum, vielleicht wollte ich... Ja, egal. Kathi hat jetzt nämlich die Aufgabe bekommen, mit allen zu quatschen. Ich würde schon sagen, dass ich ein ganz gutes Gespür habe, ob eine Person ihr gefallen kann oder nicht. Erstmal eine kleine Gartentour. Whirlpool wird auch hergezeigt. Gib der Frau doch mal eine Hose, ey. Was ist denn heute los? Kein Budget mehr, oder was? Dann entsteht schon irgendwie so langsam das erste Gespräch mit Kathi. Das heißt, alle anderen verziehen sich jetzt erstmal. Schreiber. Ach, cool. Ich muss meine Haare machen. Ich kann so nicht raus. Haare machen und die Hose nicht vergessen, Elsa. Ja. Kathi ist auf jeden Fall... Jetzt wollte ich gerade Irina sagen. Oh nein. Okay, Kathi ist auf jeden Fall eine gute Zuhörerin. Ich habe mir gedacht, man könnte auch eine halbe Sendung füllen, einfach nur mit dem Nicken von Kathi. Gut, machen wir weiter. Jaya ist jetzt im Verhör. Und wie geht's dir gerade? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut. Biene erzählt vom Reisen und von ihrem kleinen Traum. Mit meinem eigenen Bus, ich habe noch keinen. Yeah. Aber das wäre so ein Traum, einfach mit dem Bus und dann durch die Gegend fahren. Das ist wichtig für den späteren Verlauf der Folge, das merken wir uns. Dann ist Miri an der Reihe, die Gespräche sind jetzt nicht sonderlich spannend. Oh, und da hatte ich richtig Angst, dass sie mich friendzoned. Mm. Ich war echt ein bisschen verunsichert. Yeah. Ja. Ja. So, irgendwann sind auch alle durch und jetzt darf Kathi auch noch entscheiden, wer mit Irina auf ein Einzeldate darf. Und sie nimmt Biene. Ich freue mich richtig doll. Ich habe ein Einzeldate. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Wird aber auch mal Zeit. Es hat auch einen Grund, warum sich Kathi so entschieden hat. Dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt und da möchte ich einfach meiner Schwester auch die Chance geben. Hat hoffentlich die richtige Entscheidung getroffen. Ja, das hoffen wir auch. Und das war's auch schon mit dem Auftritt von Kathi. Just wanted you to watch me dissolve. Tschüss! Auch Biene flitzt weg. Tschüss! Hab keinen Spaß ohne mich. Würden wir nie machen. Nein. Nein, nein. Nie. Was passiert überhaupt nichts, wenn du weg bist. Und schon sind wir beim Date. Irina kommt mit einem Bulli angedüst. Komm rein, komm rein. Ich habe lecker Süßigkeiten und Katzenbabys. Komm rein, komm rein. Und können wir darüber reden, wie lustig es ist, dass Biene gerade wirklich Kathi erzählt hat, dass es ihr Traum ist, im VW-Bus rumzureisen. Also im Bus rumzureisen. Muss ja nicht unbedingt ein VW-Bus sein. Und das wirklich das geplante Date war, finde ich süß. Kommen mir direkt wieder die Tränen. Okay, vor allem müssen wir über die Innenausstattung des Busses reden. Frage Nummer 1, was ist dieses tote Tier da? Frage Nummer 2, warum ist da eine Playmobil-Prinzessin? Hat sich der Praktikant Josef was ganz Tolles ausgedacht, so von wegen Princess und so? Und Frage Nummer 3, warum muss immer ein Wackeldackel irgendwo sein? Über die Katzen reden wir jetzt erst gar nicht. Dann wird wild durch Kreta gedüst und irgendwann kommen sie auch an. Okay, Frage Nummer 5. Wie viel Budget ist für den Sticker draufgegangen, den man da extra draufgeklebt hat? Princess on Tour? Wirklich jetzt? Den haben sie nicht mal richtig gezeigt. Biene und Irina sind jetzt auf einen Kalkberg gewandert und es ist auf jeden Fall schön. Die Kalkberge waren wunderschön, so richtig weiß und kalkig. Und es ist wirklich ein sehr schönes Date. Das ist ein sehr schönes Date, danke, dass du mich mitgenommen hast. Ja, ich wollte auch noch mal Danke sagen, dass ich auch mitkommen durfte. Ich bin halt dann nur schon ein bisschen vorgelaufen und saß dann letztendlich oft auf dem Zipfel drauf, bin nicht mehr runtergekommen, deswegen war ich beim restlichen Date nicht mehr dabei. Die Nacht und sich den Sonnenuntergang müssen wir jetzt noch filmisch mitnehmen, da haben wir jetzt keine Zeit, eine Rettungsaktion für Annika zu starten. Deswegen chill ich da so ein bisschen oben.
War aber trotzdem schön. Und wie versprochen haben alle in der Villa gar keinen Spaß. Die feiern gerade nur eine kleine Party, haben sich alle wieder Schnurrbärte ins Gesicht gemalt. Und jetzt haben sie Bock auf den Whirlpool. Lass dann in den Whirlpool gehen. Euch ist gefährlich. Ja, gut, dass der gerade eben noch vom Personal gereinigt wurde. Super, danke Manfred. Bis später. Gesagt, getan, jetzt wird im Whirlpool weiter getanzt. Die Stimmung heizt sich auf. Genauso wie der Whirlpool von Manfred aufgeheizt wurde wahrscheinlich. Es war sehr heiß im Pool. Definitiv, das Wasser ist so heiß. Das Wasser war heiß. Nicht, dass irgendwas anderes heiß war. Ja. Ich küsse jetzt einfach jede Person hier. Ja! Nein! Was? Es war bestimmt nur ein Scherz. Okay, warte. Deswegen hat Elsa so dolle Lippenpflege betrieben. Frage, lohnt es sich denn jetzt eigentlich einen Kuss-Counter für diese Folge einzuführen? Ja. Oh, eins. Oh mein Gott. Zwei. Drei. Wir verstehen uns langsam auch ohne Worte. Also sprecht ihr jetzt dieselbe Sprache wie Elsa und Irina quasi? Irina und ich haben wie so eine kleine Geheimsprache miteinander. Knutschen. Cool, wir verstehen sich ja wirklich alle ganz gut. Ah, zu heiß! Vier! Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dass ich das Rummachen gar nicht so heiß fand. Das sah alles ein bisschen grob aus. Ich meine, da waren ja auch offensichtlich keine Gefühle im Spiel. Ich finde, das sieht man aber auch. Ja, das war mein Senf zum Rummachen. Die Frage ist, wie kommuniziert man das denn jetzt Irina? Ich denke, wir haben uns als Gruppe geeinigt, dass wir das Irina so nicht sagen werden, weil es nichts zu bedeuten hatte, nicht weil wir es verschweigen wollen. Aber wenn es doch nichts zu bedeuten hatte, dann kann man es doch erst recht sagen. Es wäre ja nur unbequem, neues Wort übrigens. Credits gehen raus an Kyra. Ich meine, dann kann man ja auch sagen, so, wir hatten gestern Spaß ohne Biene im Whirlpool am Rummachen. Ist doch okay. Ja, Miri, bereust du denn was? Ich bereue nichts. Hat sie sich das jetzt seit dieser Folge angewöhnt, so zu lachen? Jetzt kommen wir alle mal wieder ein bisschen runter und springen zum Date von Irina und Biene. Ob Irina vorhat, Biene zu küssen? Mann, es ist schon sehr romantisch. Hör mal! Ja, reicht auch jetzt mal wieder. Ich hab dann gecrashed. Oh, au, ah, oh, komme! Und jetzt sag doch mal, wie war's? Ich fand's sehr schön. Oh, sie ist schüchtern. Gut. Hast du Lust, runterzugehen? Ja. Ja, wir können alle zusammen runtergehen. Ich bin ja jetzt auch wieder da. Können wir uns das im Bulli ein bisschen gemütlich machen? Sehr gerne. Ein kleines Feuer machen? Im Bus? Wollen jetzt Princess on Tour abfackeln oder was? Dabei ist das doch alles so schön eingerichtet. Ich musste dann erstmal kurz verarztet werden, weil ich mich beim Runterklettern dolle verletzt habe. Hab auch immer noch eine Narbe davon. Deswegen sind die beiden weiterhin alleine. Wir haben uns zum einen über ernstere Dinge unterhalten, aber... Aber auch geknutscht. Die haben Bock. Okay, es reicht. Ihr seid süß. Biene, ab nach Hause jetzt. Nein! Ist irgendwas passiert, Kathi? Oder warum lachst du so nervös? Kann es sein, dass ihr alle im Whirlpool miteinander rumgemacht habt? Oder... Nicht? Okay. Ja. Wir waren ganz, ganz unartig. Ich glaube, Miri hat auch schon einen im Sender. Eventuell wurde im Whirlpool geknutscht. Wo nochmal im Whirlpool? Gut, Biene muss das jetzt auch erstmal verdauen. Alle gehen ins Bett und am Morgen gibt's ein schönes Katerfrühstück. Oh mein Gott. Fühlt sich an wie so ein One-Night-Stand. Fand ich lustig, wollte ich reinschneiden. Ich kann mir die Stimmung vorstellen, alle noch so ein bisschen horny, aber auch irgendwie so dieses Verbotene, was sie getan haben. Wollen wir drüber reden oder eher nicht so? Ach komm, lass einfach einen Schlüpfer an die Fahne hängen. Genau genommen heißt das jetzt, dass ein neuer Wind weht und zwar... Sexueller Wind. Miri, sorry, aber wir müssen am Ende der Folge alles zusammenschneiden. So, jetzt wird sich für die Happy Hour fertig gemacht und Miri wird schon ein bisschen nervös, was das Thema angeht, es Irina nicht zu erzählen. So ganz würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wenn jemand eins zu eins gefragt wird, dass man da nicht auspackt. Ja, weil was ist, wenn Irina wirklich von sich aus eins zu eins fragt? Wie geht's dir? Andere Frage, habt ihr gestern alle zufällig im Whirlpool rumgemacht? Ich habe da so ein Gefühl im
Urin. So, wie gesagt, es wird sich fertig gemacht. Letzte Folge Vicky zu Elsa. Na, geh mal eine Runde golfen. Ja. Spielen wir das Spiel doch weiter. Lou, wie sieht denn Elsa heute aus? Du siehst aus wie ein Musterschüler. Mann, das sagen wir voll früher. Oder Kellnerin. Bevor Irina kommt, ist jetzt nämlich immer noch Thema, was wir ihr letztendlich erzählen, was im Whirlpool passiert ist. Ich konnte, ich meine, eh nicht dabei, aber da war ich dabei. Im echten Leben, wenn du jemand datest und vorher mit jemand anderem geschlafen hast, gehst du auch nicht zu deinem Date hin und sagst, ich habe genau mit jemand anderem geschlafen. Außer diese Person fragt 1:1 nach. Dann kann man nicht lügen. Jaya hat da noch eine ganz andere Rechtfertigung für. Also die Irina ist ja auch eine Person, die gerne rummacht. Das verstehe ich auch komplett. Mag Gleichberechtigung. Finde ich gut. Wie gesagt, das hat ja auch wirklich nichts zu bedeuten. Und ich finde rummachen auch nicht so eine große Sache. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Irina kommt jetzt endlich auch dazu und bekommt direkt einen Drink in die Hand gedrückt. Na gut. Jetzt habe ich auch einen Drink in der Hand. Sehr gut. Ich habe mich auf jeden Fall darauf gefreut. Der erste ist schon leer. Ja. Es ist nicht der erste heute. Biene so... Da war Wasser drin. Ich trinke keinen Alkohol. Auch eine der wenigen, die noch keinen Promille-Counter erwischt hat. Geht ja auch gar nicht. Dass alle so ein bisschen unsicher sind, merkt Irina doch auch irgendwie. Also ich weiß nicht, was die da veranstaltet haben letzte Nacht, aber auf jeden Fall war die Stimmung aufgeheizt. Apropos Promille-Counter. Also ich weiß nicht, was die da veranstaltet haben letzte Nacht, aber auf jeden Fall war die Stimmung aufgeheizt. Sag das mal dreimal hintereinander ganz schnell. Das erste Einzelgespräch bekommt Kati mit Irina. Also eher Kati neben Irina, weil Kati redet wieder. Quatsch. Ich fand es sehr schön, mit ihr zu sprechen. Auch wenn sie mir nur zugehört hat, aber sie hat auch trotzdem schöne Sachen genannt. Mit ihr so gequatscht. Ich fand es sehr schön. Ach, red ruhig weiter. Ja. Gib der Frau ein Taschentuch! Okay, weiter geht's. Also hast du gar keine Fragen irgendwie an mich, oder? Nein! Entschuldigung, wer bist du nochmal? Ach, die Princess. Spannend. Also Irina versucht jetzt auch wirklich, Kati klarzumachen, dass das langsam ein bisschen viel wird. Dann sag doch was! Ja, aber ich komme jetzt dazwischen! Okay. Dann beenden wir dieses Gespräch jetzt ganz schnell und schnappen uns Jaya. Jaya möchte... Ich wollte dir meinen Lieblingsort zeigen. Ja, okay, ja gerne. Das Knutschzimmer von Irina und Elsa ist aber tabu. Auch wenn du da auch drin schläfst, Jaya, das ist nicht dein Lieblingsort. Jaya spannt uns aber noch ein wenig auf die Folter, weil wichtigste Frage zuerst. Aber erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Okay, schön. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's auch richtig gut. Schön, dann haben wir das geklärt. Können wir jetzt endlich rummachen beim Lieblingsort? Down for you. Jaya kommt dann zurück und erzählt den anderen natürlich auch, ja, da ist gerade zu einem Kuss gekommen. Für Lou heißt das jetzt. Wir alle haben Irina mittlerweile geküsst. Was mit mir? Ich hab noch nicht. Jetzt werde ich sogar schon von Lou nicht mehr ernst genommen in der Show. Es reicht doch, wenn die Show mich rausschneidet. Okay, machen wir weiter. Die nächste ist dran. Ich habe heute das erste Mal gepackt. Okay. Oh, nee. 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 Das Gefühl, wir haben uns nicht so... Also, wir hatten nicht so die Zeit. Füreinander. Irina nur so, I'm gonna lean in. Füreinander. Wir sind doch nicht umsonst hier in diesem Zimmer. Also hör auf, mich voll zu heulen. Wir machen jetzt rum. Irgendwann reißt auch der Geduldsfaden von Irina und sie nimmt die Sachen selbst in die Hand. So eine Sache. Gut, check. Nächste. Ja, die sind ganz geil. Elegant. Das hat ja richtig schnell funktioniert. Elsa erzählt natürlich auch, dass sie sich geküsst haben. Hast du ja erzählt, mit wie vielen Frauen du gestern rumgemacht hast, Elsa. Halt die Fresse, Kathi. Das war ein Witz. Kathi, haut heute raus, ey. Musst du lachen. Aber jetzt nach dem Gespräch hat Elsa dann doch wieder ein ganz okayes Gefühl. Ja, aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich einfach nur sexy time bin, einfach. Was? Wieso? Ihr redet doch immer so schön viel miteinander. Ja. Jetzt aber wieder zurück zu Miri und Irina. Frage. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und wir erinnern uns an die voll motivierte Miri am Morgen. Wer bremst, verliert, oder? So, Miri! Go for it! Luft weggeblieben schon wieder. Und das während alle anderen draußen rumsitzen. Direkt nochmal. Das tut man dir selbst nicht, aber. Nein, ich bin mutig.
wie sie noch guckt, ob irgendwer guckt. Miri wieder zurück bei den anderen, muss das natürlich gleich auch erzählen. Was? Miri hat sie auch gegessen. Mal ohne Spaß, jetzt können wir auch gestern Abend nachspielen. Ja, Biene, ist auch einfach unfair, dass wir nicht dabei waren. Wollen wir gestern Abend nachspielen? Cool. Disclaimer, das war wirklich nur fürs Video, deswegen ist die Kamera auch im Querformat direkt auf uns gerichtet. Nicht, dass da jetzt irgendwas reininterpretiert wird. Und damit ihr erst recht nichts reininterpretiert... Gut, machen wir weiter. Wer bremst, verliert. Irina füllt den Kurscounter noch mehr auf. So step inside. 'Cause that night is cold, it don't deserve. Woo! Und draußen wird jetzt auch darüber geredet, dass alle so ein bisschen rallig sind und es mal wieder auch Zeit für Sex wird. Du weißt ja, wenn ich nicht gewinne, Biene, ich bin für dich im Einsatz. Als Kellnerin oder wofür? Alle vom Küssen zurück, jetzt wird ein bisschen getanzt. Ja, ab auf den Stuhl mit ihr, jetzt wird nämlich getanzt. I knew that I would now. Ja, und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Kathi denkt sich wahrscheinlich, ja gut, wenn die jetzt alle rumgemacht haben, dann will ich jetzt Irina heute auch mindestens noch einmal küssen. Oh, den richtigen Ball! Um das jetzt so aus der Beobachtungsperspektive zu beschreiben, sieht es nicht so aus, als hätte Irina das gewollt. Beziehungsweise es sieht einfach aus, als wäre sie überfordert und ist sie wahrscheinlich auch. Das ist jetzt auch ein größeres Thema, das wird jetzt auch besprochen. Und es ist tatsächlich zu viel. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man jemanden ohne krasse Signale einfach küsst. Es waren davor keine klaren Signale da, dass beide das wollen. Ja, und es wirkt auch von der Körpersprache, Haltung, alles. Das versucht sie jetzt auch irgendwie zu beenden. Ich bleib mir gleich im Pool. Kathi sagt dazu das. Es hat ihr eventuell gefallen, aber... Eventuell eher nicht. Keine Ahnung. Ist mir im Endeffekt auch egal. Sollte es aber nicht. Und ich glaube, da liegt das Problem an der ganzen Situation und auch an der Kritik, die jetzt gleich an Kathi folgt. Ich glaube, sie sieht das alles nur aus ihrer Sicht, dass es für Kathi persönlich nicht schlimm wäre, wenn Irina es nicht gefallen hat. Aber woran man denken muss, ist, wie die andere Person sich fühlt, wenn man einfach geküsst wird, ohne es zu wollen. Das kann super viele Leute halt einfach triggern. Und dann in der Situation auf einmal Nein zu sagen, fällt einem nicht leicht. Dass man dann irgendwie mitmacht, obwohl man es gar nicht möchte. Und im Nachhinein fühlt man sich richtig scheiße. So, sammelt erstmal dolle Signale. Meistens versteht man das ja dann auch irgendwie, ob beide Bock haben. Aber im besten Fall fragt einfach nach. Ich hatte auch Situationen, da war ich noch recht jung, in der Pubertät, wo Typen dann einfach weitergemacht haben, obwohl ich gesagt habe, so, ich weiß gerade nicht, ob ich das will. Und mir ging es Wochen danach nicht so gut, weil ich mich so ein bisschen dreckig gefühlt habe. Und so kann das eben passieren, wenn man nicht richtig abcheckt, ob die Person einem gegenüber überhaupt fein damit ist. Was ich gut finde, ist, dass es nicht nur hinterm Rücken von Kathi jetzt besprochen wird, dass es ein bisschen viel war oder übergriffig. Das sagt Jaya ihr jetzt nämlich auch ins Gesicht. Ich musste jetzt mal ehrlich sein, Kathi, ich fand, du warst ein bisschen übergriffig. Ja, ist mir auch egal. Sollte es aber nicht. Und wie gesagt, ich glaube, Kathi weiß gerade nicht genau, was das Problem an der Sache war. Was interessieren mich denn andere Menschen, wenn ich eine Person, die ich mag, küsse? Die anderen sind mir egal. Ich will diesen Moment genießen mit dieser Person. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Sondern es geht darum, wie Irina sich gefühlt hat. Und wir haben alle gemerkt, dass es nicht so dolle ist. So, okay, das Thema ist jetzt abgehakt. Jetzt kommen wir zur Entscheidung. Ich bin jetzt deutlich emotionaler. Boah, okay, jetzt bin ich aber gespannt, was passiert. Lou ist die Erste. Ja, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich in deiner Nähe bin. Und du bringst mich einerseits zum Lachen, aber andererseits... Auch nicht. Gut, du bist weiter, danke. Nächste. Zwischen Jaya und Irina hat es wohl nicht so dolle gefunkt, deswegen muss Jaya jetzt gehen. Sie ist hier, um die Liebe zu finden und deswegen wünsche ich dir ganz viel Glück. Tschüss, Jaya, war schön mit dir. Nächste. Was passiert wohl mit Elsa? Es war so eine gewisse Aufregung in meinem Bauch. Und auch in den Beinen, es war wie so ein kleines Kribbeln. Also hat sie jetzt Schmetterlinge in den Beinen. Muss Elsa jetzt gehen oder nicht? Würde ich mich freuen, wenn du bleibst. Gut, Elsa, dann zeig doch nochmal deine Kette her und sag was dazu. Ich hab sie behalten. Gut, Elsa, dann zeig doch nochmal deine Kette her und sag was anderes dazu wie letzte Woche. Kette behalten. Dann halt nicht. Nächste, was passiert jetzt mit Kathi? Und du bist eine sehr starke Frau. Aber leider... Sorry, ich kann mich nicht aufs Gespräch konzentrieren. Was passiert mit den Katzen im Hintergrund? Ehekrise, oder was? Und ich habe mich manchmal leicht überrumpelt gefühlt. Entschuldigung, nehmt euch ein Zimmer. Können Sie das nicht irgendwo anders austragen? Wir drehen hier. Und deshalb
muss ich mich heute leider von dir verabschieden. Ey, jetzt ist Schluss! Raus! Weg! Der Moment, wenn die Katzen im Hintergrund spannender sind als die Entscheidung. Kathi, ja gut, muss gehen. Was passiert mit Miri? Ich würde mich sehr freuen, wenn du noch bleibst. Mensch, da freue ich mich! Wer bremst, verliert. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja... Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Was, Miri? Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Oder steckt euch einen Donut in den Mund.